Konkret auf TeleZ wird Ihnen präsentiert von Domo Reisen. domo-reisen.ch. Der Kunsthandel, sage ich anfällig für Geldwäscherei, war in jüngster Zeit immer wieder zu lesen und zu hören. Die negative Berichterstattung, ob berechtigt oder nicht, hat Folgen für eine Branche, wo es auch um sehr viel Geld geht. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Wenn man über den internationalen Kunsthandel redet, stehen nur selten Künstler und ihre Werke im Vordergrund. Vielmehr wird über Rekordpreise, angeblich dubiose Geschäfte oder Raubkunst spekuliert. Die Schweiz gehört weltweit zu den 5 grössten Kunstmärkten und ist eine wichtige Drehscheibe in dieser Branche. Über 50 Auktionshäuser und 1300 Kunsthändler engagieren sich in der Schweiz, in dem Markt, der weltweit jährlich über 60 Milliarden Franken umgesetzt wird. Und ähnlich, wie wenn es ums Bankgeheimnis geht, muss sich die Schweiz, wenn es um ihren Kunsthandelsplatz geht, zunehmend wehren und rechtfertigen. Passend zur Eröffnung der diesjährigen Art in Basel diskutiere ich die Woche mit meinem Gast, der Silvia Fuhrer-Hoffmann, Geschäftsführerin vom Dachverband Kunstmärkte Schweiz, was dran ist an diesen Vorwürfen und wie es ums schlechte Image der Branche steht. Grüezi, Frau Fuhrer. Frau Fuhrer, der Schweizer Kunstmarkt steht unter Beschuss und gilt bei einer breiten Öffentlichkeit als potenziell kriminell. Die Ursache kann entweder sein, eine fehlende Regulierung oder eine schlechte Imagepflege. Fehlende Regulierung kann es nicht sein. Die Regulierungen sind vorhanden. Man kann sich fragen, ob die Regulierungen genügend umgesetzt werden. Und das zweite Thema, das Sie angesprochen haben, schlechte Image, das müssen wir genauer anschauen, weil wir, die im Kunsthandel tätig sind oder selber Sammler sind, begreifen nicht, wie die Wahrnehmung zustande gekommen ist, beziehungsweise warum dass man den Kunstmarkt, der eigentlich so etwas Positives ist und einem so viel Freude macht, oder, so ein Image hat in der Allgemeinheit. Ja gut, also zustande gekommen, kann man natürlich sagen, ist, weil das eine oder andere halt an die Öffentlichkeit dringt. Und wenn es dann an die Öffentlichkeit dringt, ist es selten eine positive, sondern meistens eine negative Meldung. Welches Beispiel denken Sie jetzt? Also zum Beispiel könnte man sagen, wir bringen das Geschichte von dieser Zürcher Kunsthändlerin im Zusammenhang mit dem Fälscherprozess in Deutschland, wo ein Bild offensichtlich so eins verkauft worden ist. Und jetzt heisst es, schafft nicht mit der Behörde zusammen, gibt den Namen nicht preis. Okay. Wenn wir das genauer anschauen, und das ist immer, Krux ist immer im Detail. Ich bin verdankbar für solche Fälle, da kann man es nämlich genauer anschauen. In dem Fall, Frau Galerie Orlando, hat offenbar eine Beltracchi-Fälschung verkauft an einen Kunden. Der Beltracchi, nur zum sagen, das ist der Fälscher, wo behauptet, er hat noch 300 Fälschungen im Umlauf. Wir gehen mal davon aus, also sie ist ja nie angeklagt worden, sie war nie in einem Strafverfahren gewesen. Wir gehen mal davon aus, dass sie Kontakt aufgenommen hat mit ihrem Kunden, weil das ist offenbar jetzt bekannt, dass das Werk eine Fälschung ist. Und dann wird sie mit ihm das besprochen haben, wie man damit umgeht. Oder? Und ich kann Ihnen einfach sagen, als Sammler ist man überhaupt nicht interessiert daran, dass die Öffentlichkeit erfährt, was man hat in der Sammlung, bis man es dann vielleicht einmal in einem Museum stiftet. Aber meine Idee ist, dass sie das so gemacht hat, mit ihm Kontakt aufgenommen und er will das nicht. Wenn die Behörden eine Untersuchung machen gegen sie und eine Verfügung erlassen, dass sie das bekannt geben muss, dann muss sie das. Aber solange nicht die Behörde Druck macht, hat sie eigentlich Verpflichtung, Persönlichkeitsrecht zu wahren und darf nicht einfach gegen einen Kunden vorgehen. Also zu seinen Lasten, zu seinen Ungunsten. Gut, aber wenn wir jetzt einfach im allgemeinen Volksmund weiterdenken und Sie haben mich vorher gefragt, wie kommt es denn zu so einem schlechten Image, dann brät sich jeder zusammen, ja, also, da geht es um Betrug, da geht es um Fälschungen und die machen jetzt nicht mit, sondern sagen jetzt unter dem Deckmantel von der Diskretion, wir geben den Namen nicht preis. Halt, also, Vorsicht, der Fälscher, der ist verurteilt worden. Der hat seine Strafe abgesessen. Das ist erledigt.
die Fälschungen, ich glaube, kein Galerist oder Galeristin, der bei uns in einem Verband ist, hat Interesse daran, Fälschungen zu verkaufen. Weil jeder weiß, dass es früher oder später Schwierigkeiten gibt. Also, wenn man es nicht gewusst hat und eine Verfälschung verkauft und das fliegt auf, muss man ja das irgendwie rückabwickeln oder da gibt es ja juristische Fragen, Vertragsverhältnisse. Aber das ist zwischen den Parteien zu regeln. Also Sie sagen, eigentlich, wenn die Behörden kommen, auf rechtlichem Weg, mit der Justiz natürlich im Hintergrund, dann machen wir mit. Aber, ich sage jetzt, weil wir halt auch müssen, von Gesetzen wegen, aber einfach so quasi zum Gewunder von der Öffentlichkeit zu befriedigen, da spielen wir nicht. Ja, ich denke, der einzelne Mensch, der einzelne Sammler, der hat ein Anrecht auf Privatsphäre. Ich möchte ja auch nicht, wenn ich eine Sammlung habe, dass jeder weiß, was ich für Werte bei mir daheim habe. Also das ist, ich glaube, das ist selbstverständlich. Denken Sie nur, ich weiß, früher im Job, die Leute sind ja nicht mal bereit, ihren Kalender zu öffnen für alle Mitarbeitenden, oder? Weil, aus Diskretionsgründen. Und ich glaube, der Schweizer hat eigentlich sehr ein gutes Gefühl für Diskretion. All die Stars, die in der Schweiz leben, sind dankbar für Diskretion. Und gerade im Kunsthandel, das ist eigentlich sehr, sehr transparent, bis auf den Namen, wo der etwas kauft. Das ist bei der Auktion, der Auktionator weiss es. Man weiss, wie viel es verkauft wird, man weiss Provenienz und so weiter. Also es gibt wahrscheinlich kaum einen Handel, der so transparent ist wie der Kunsthandel. Gut, also, aber wir müssen ja gleich sagen, überall, ich habe das vorher verglichen mit dem Bankgeheimnis, überall in einem Markt, in einer Branche, wo viel Geld rum ist oder auch viel Geld umgesetzt wird, dort kommt sehr schnell ein ungutes Gefühl und ein Misstrauen. Wenn man, auch Banken sind jahrelang gekommen, mit Diskretion, mit Datenschutz. Ich meine, mittlerweile gibt es praktisch das Bankgeheimnis, das wir vor 10 Jahren gesagt haben, es ist unmöglich, unantastbar, gibt es nicht mehr. Haben sich müssen wandeln, nicht auf dem Druck von anderen Staaten, aber auch, weil sie ein Imageproblem haben. Ich habe ja selber auch in der Bankbranche gearbeitet, dass ich kenne den Unterschied zwischen der Bankbranche und dem Kunstmarkt. Ich denke, wichtig ist einfach, dass Behörden haben alle Möglichkeiten vorzugehen. Sie haben alle Instrumente vorzugehen, wenn sie etwas erfahren, wenn jemand die Steuern nicht zahlt, nicht richtig deklariert. Auch das Zollfreilager funktioniert gar nicht so, wie man das in der Öffentlichkeit meint. Auf das kommen wir später noch, genau. Wenn wir konkrete Fälle anschauen, kann ich Ihnen das zeigen. Oder nehmen wir ein Beispiel. Mal, wir können bei den Panama Papers bleiben und Zollfreilager. Wenn Sie sehen, was in einer ganz kleinen Bemerkung in der Zürich-Zeitung zu lesen war, dass man, zuerst hat man ja behauptet, dass Modigliani-Bild eine Graubkunst und so weiter. Ich habe es da, der Artikel. Ja, oder? Aber es ist wieder eine riesige Blase gewesen und am Schluss verpufft die wieder. Und so ist es praktisch bei all diesen Fällen, die gehypt werden. Wenn man es genauer anschaut, verpufft es. Gut, dann könnte ich jetzt kritisch sagen, das wären jetzt Sie und Ihr Verband gefordert. Wenn denn dem so ist und ihr das alles auf schwarz auf weiß könnt widerlegen, warum sagt ihr das nicht? Und wieso kommt ihr nicht mehr in die Öffentlichkeit? Sondern man hört ja von euch, bis dato relativ wenig. Ihr seid auch ein junger Verband. Euch gibt es jetzt seit dem Herbst vom letzten Jahr. Und bis dorthin hat man so das Gefühl, hat es euch nicht gebraucht, hat es euch nicht gegeben? Uns hat es nicht gegeben, das ist richtig. Wir sind im Januar 2015 gegründet worden. Wir haben übrigens Pressemitteilungen an alle wichtigen Medien verschickt. Die einzigen, die es aufgenommen haben, sind Handelszeitung und Finanz und Wirtschaft und deutsche Medien. Die deutschen Medien, auch heute wieder die Reaktion auf den Artikel gestern in der BZ, deutsche Medien, die reagieren, die sind interessiert daran, was bei uns läuft. Das ist hochinteressant für mich. Die Schweizer Medien könnten uns sich auch auf unserer Homepage kundig machen. Das wird aus irgendwelchen Gründen nicht gemacht. Gut, dann kann man sich noch fragen, ist es eine Hohl- oder eine Bringschuld? Jetzt aus Ihrer Sicht, wenn man mit einem Image-Problem, müssten Sie vielleicht auch ein bisschen aktiver werden? Also unsere Aktivitäten sind, man hat immer versucht, Kontakte zu pflegen, aufzunehmen. Leserbriefe sind nicht abgedruckt worden und so weiter. Also da könnte man mehrere Sachen aufzeigen. Aber irgendein ist, wir werden eben nicht reagieren auf solche Sachen, sondern wir werden eigentlich proaktiv mit Artikeln
das Bewusstsein ändern. Aber das ist eben schwierig zu platzieren. Es muss immer Redakteure geben, die Interesse daran haben. Aber ist es nicht auch so, dass, wenn Sie mir sagen, ja, wenn man die Fakten genau kennt und wenn ich das genau so anschaue, dann ist es eben nicht Raubkunst, sondern dann geht es vielleicht eben nur darum, dass der zugibt, das gehört man überhaupt oder nicht und überhaupt nicht ums Zollfreilager. Wenn man das einfach halt auch aktiv erklären würde, dann würde es nicht einfach im Raum stehen bleiben. Ja. Ja, das heisst aber immer, wir müssen Abklärungen machen. Wir sind ja nicht die, die Abklärungen machen können. Jetzt, was das Zollfreilager und den Modigliani anbelangt, kann das nur die Zollbehörde machen. Oder? Und beim Zollfreilager ist es eben so, dass nicht der wirtschaftliche Berechtigte muss deklariert werden, sondern der Eigentümer. Und wir haben in der Vernehmlassung sogar auf das hingewiesen, dass das eigentlich Unsinn ist. Aber es ist ja so. Wir wären auch interessiert, dass der wirtschaftlich Berechtigte bekannt ist, der Behörde, nicht der Öffentlichkeit. Das geht der Öffentlichkeit auch da eigentlich nichts an. Behörden müssen es wissen, damit sie Kontrollen machen können. Was sagen Sie? Können Sie uns dazu etwas sagen? Man sagt, das Zollfreilager ist eigentlich ein Lager für Waren im Transit. Wie lange würden Sie sagen, ist denn der Transitzeit rum? Also das ist jetzt ganz klar mit dem neuen Zollgesetz definiert, oder? Dass man, wenn man es aus der Schweiz rausbringt, ein halbes Jahr lang kann in diesem Transit lassen. Man kann es aber ein paar Mal verlängern. Also absolut das Maximum sind 2 Jahre. Also ich kann nicht mehr quasi meine ganze Kunstsammlung ein Leben lang in einem Zollfreilager lagern. Das gilt für Sachen, die aus der Schweiz rausgehen. Was ist, wenn sie reinkommen? Ist es eine andere Regelung. Also erzählen Sie uns die auch noch. Da kann ich sie dann, in dem Fall, Sie sagen schon, tönen schon ein bisschen an. Es ist dort nicht ganz die, so die ist meines Wissens unbeschränkt, aber ich möchte mich da nicht zu fest auf den Test rauslassen, weil uns interessiert vor allem das, was von unseren Leuten über das zollfreie Lager geht. Und da muss man auch sehen, beim zollfreien Lager, Transportgesellschaften, oder die meistens beauftragt sind, mit einem Kunstwerk transportieren, die haben eine Lizenz. Und die müssen ganz klar den Formularkrieg bewältigen und dort steht, Sachen, ist es ein Kunstwerk, wie viel Wert hat es, wer ist der Eigentümer und so weiter. Die müssen das genau deklarieren und dann gibt es immer wieder Kontrollen. Und die können sich gar nicht leisten, das missbräuchlich auszufüllen. Also auch da haben wir eine gewisse Sicherheit. Oder was ich immer vorschlage... Gut, aber zum gleich noch mal bei diesem Punkt bleiben. Also wenn jemand etwas in die Schweiz hineinbringt, dann ist es nicht ganz so einfach, oder? Sehe ich das jetzt das richtig? Das ist richtig, ja. Ich möchte noch schnell darauf kommen, wir sind ein relativ junger Verband. Ich habe gesagt, rund 50 Aktionshäuser. 1000 nein, Aktionshäuser sind Mitglieder sind viel weniger. Ja, eben. Ich wollte sagen, wie viele von all denen, die in dem März arbeiten, sind bei euch dabei? Würden Sie sagen? Das Hälfte, ist ganz, Drittel? Ja, vielleicht die Hälfte. Vielleicht nicht einmal. Was macht es attraktiv oder nicht attraktiv, für jemanden bei euch dabei zu sein? Also es ist so, es ist ein Dachverband, oder? Und das sind Verbändmitglieder bei diesem Dachverband. Jetzt ist eigentlich die Frage, ist es interessant, bei einem Verband Mitglied zu sein? Und ich denke, es ist interessant, weil man immer, also jetzt auch über den Dachverband, immer direkt oder indirekt auf dem Laufenden gehalten wird, was ist neu oder auf was muss man achten, sei es Mehrwertsteuer, sei es jetzt mit der Geldwäschereivorschrift und so weiter. Wir bieten etwas, aber das ist natürlich, das braucht eine gewisse Zeit, es muss bekannt werden. Und jetzt auch eben Medienaktivität ist etwas Wichtiges, da sind die Leute sensibel drauf. Das ist im Entwickeln begriffen. Wir sind vorher kurz bei dieser ganzen Geschichte mit den Fälschungen. Das ist auch etwas, das immer wieder kommt, wenn es um Kunsthandel geht. Was würden Sie sagen, wie sicher kann man heute sein, wenn man in der Schweiz ein Bild kauft, dass es das ist, wo man es dafür kauft oder haltet? Also entgegen dem, was Herr Rascher sagt. 60% bis 60% von uns, aus unserem Markt, ist man sich völlig überrascht, woher er rechte Zahlen hat. Ich kann euch einfach sagen, in der Gegenwartskunst wird auch kaum etwas gefälscht. Weil also das durchschnittliche Kunstwerk in der Schweiz geht für 4'000 Franken weg. Oder? Das durchschnittliche. Also ich glaube, da rentiert sich keine Fälschung. Bei den höheren Preissegmenten. Das sind dann aber auch schon ältere Meister. Das sind ältere Meister, wo man eben den Künstler nicht mehr kennt und den Galeristen Künstler nicht kennt und so weiter. Aber es ist nicht etwas, das bei uns jetzt etwas Alltägliches wäre. Ich weiss nicht, wie er auf diese Zahlen kommt, woher er die hat. Das ist für uns nicht nachvollziehbar. Also, wenn Sie heute in eine Galerie gehen und ein Bild kaufen,
dann gehen sie primär davon aus, mit einem guten Gefühl, dass sie das kaufen, was man ihnen sagt, dass sie kaufen. Also ich sowieso, weil ich interessiere mich für den Künstler und sein Werk und seine Entwicklung und seine Herkunft. Und auch wenn es ein Werk wäre jetzt, wenn jemand anderes würde kaufen, dann hat er immer den Galerist oder der, der ein nachhaltiges Geschäftsmodell hat, der das Interesse an der Provenienz darzulegen. Können Sie uns kurz erzählen, das was ist ein Wort, Provenienz immer ist, ja, kommt im Zusammenhang mit Kunst? Genau, das ist vor allem bei der Raubkunst ja das Thema. Oder? Woher, wem hat das Werk also die gehört? Ganze Herkunftsgeschichte. Die ganze Geschichte, die das Werk hinter sich hat. Oder? Man weiss, jetzt bei den Antiken weiss ich es gerade, dass ein Werk alle 40 bis 50 Jahre so quasi den Besitzer wechselt. Manchmal durch Erbe, manchmal durch Verkauf. Es kommt immer wieder, auch wenn nichts Neues reinkommt, die Sachen kommen immer wieder in Zirkulation. Und darum ist wichtig, dass man sieht, ist jetzt das Raubkunst, ist es Fluchtgut, wo war es? Gewesen? Und es war auch interessant, gewesen, wie ein Werk in verschiedenen Sammlungen war. Aber wie weit zurück muss jetzt ein Galerist oder jemand, der so ein Bild verkauft, gehen, damit man das als authentisch abnimmt? Je nachdem ist das ja ewig alt, das Bild, oder? Geht über hunderte von Jahren zurück. Also bis wie weit muss man gehen, dass man sagt, mal, es langt? Das kommt jetzt eben darauf an, um was es geht. Oder jetzt bei Gegenwartskunst ist es, glaube ich, irrelevant. Kommt es meistens direkt vom Künstler oder der Galerist hat es im Künstler abgekauft. Bei Künstlern, die tot sind, muss man schauen, ob es im, zum Beispiel Werkverzeichnis aufgenommen ist. Aber wir haben festgestellt, dass selbst das keine Garantie ist, weder für, dass es ein Werk vom Künstler ist, noch dass es kein Werk vom Künstler ist. Also das ist nie hundertprozentige Sicherheit. Es gibt hohe Sicherheit, aber keine hundertprozentige. Und was der älter ist, eben wenn wir dann ganz zu Ancient Art gehen, wird es immer schwieriger. Gut, und wer macht das in der Regel? Macht das der Verkäufer oder macht das jetzt zum Beispiel die Galerie oder das Auktionshaus? Oder wer macht dann also, die Abklärungen? Wenn es kritisch ist, oder wenn man Zweifel hat, dann tut man Gutachter beauftragen. Jetzt muss man einfach sehen, dass es einen Gutachter gibt für den Künstler. Ich kann nur sagen, ob das Bild vielleicht von dem Künstler ist. Das haben wir beim Beltranchi gesehen, oder? Der Gutachter sagt, ja, das ist die Handschrift von dem Künstler. Das ist zwar nicht im Werkverzeichnis, aber könnte sein. Und dann muss man einen haben, der die Materialien spezialisiert ist auf Materialien. Die Zeit und all das Zeug. Wie ist die Farbe zusammengesetzt? Wie ist der Träger von dem Bild? Und so weiter. Oder bei Sachen vielleicht aus Ägypten, eben Ancient Art. Ja, wann ist der Sockel gemacht worden? Oder haben wir irgendwie eine Rechnung von aus Ägypten? Es gibt ganz viele direkte und indirekte Beweise, zum Beispiel auch Fotos von der Familie an einem Fest, wo im Hintergrund noch ein Werk ist und das ist vielleicht 50-jährig oder so. Es gibt direkte und indirekte Beweise, die zeigen, doch das Werk ist in dieser Zeit in Europa gewesen, bei dieser Familie. Und das ist, je nachdem, um wie viel Geld es natürlich geht, intensiver zu betreiben oder nicht. Ihre Frage war, wer zahlt das? Ich denke, je nachdem wird das der Galerist, part aber schlussendlich the deal. Ist der Part of the Deal. Okay. Aber so, wenn ich Ihnen jetzt so zulasse, muss ich fast eigentlich den anschliessen. Also Kunst kaufen ist relativ einfach, aber Kunst zu verkaufen ist relativ schwierig und aufwendig. Vor allem, wenn man dann auch noch von gewissen Preissummen oder von diesen Rekordpreisen redet. Das heisst ja eigentlich, wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf die Vorwürfe der Geldwäscherei, ist es ja gar nicht, oder wäre es ja eigentlich gar nicht so attraktiv. Weil also, so einfach verkaufe ich ja das Bild gar nicht. Ja, also das ist ein Grund. Und das andere ist der mit dem Vorwurf der Geldwäscherei, auch dort, wenn wir es mal genauer anschauen, kennen Sie eine Verurteilung in der Schweiz wegen Geldwäscherei? Ich weiss, dass Sie das bringen, das gibt eben keine. Es gibt keinen Fall von Geldwäscherei. Ja. Genau. Trotzdem die Barzahlungen, oder? Die kennt man aus den Immobilien, dort wird es auch immer wieder kritisiert. Ja. Bei den Banken kann man ja fast überhaupt nicht mehr Bar einzahlen, ohne Nachweis. Und bei euch, ihr habt noch 100'000 Franken, nein, also, oder? Ja, man kann bis 100'000, wenn man drüber die Barzahlung annimmt, muss man ja, weiss nicht was, oder noch Revisor beauftragen, genau. Oder das kostet auch wieder ein paar Tausend Franken. Aber die Realität des Händlers ist heute, dass er keine Barzahlung annimmt. Gut, da reden wir jetzt von den Normalbürgern, die Kunst kaufen, ja. Im normalen Preissegment. Genau. Aber also das normale Preissegment. Sie wissen, was das normale Preissegment ist. Haben Sie mir gesagt, 4'000 Franken. In der Schweiz und nach den internationalen Reports zum Kunstmarkt heisst 75% der Werke gehen unter 5'000 Dollar. Mhm. Oder über Ticken, kann man sagen. Mhm. Gut, ja eben, also dort haben wir ja sehr wahrscheinlich auch nicht das grosse Problem vom Schwarzgeld.
genau, sondern das geht dann um andere Summen. Und dort wäre es dann aber bis 100'000 Franken in der Schweiz möglich. Warum? Sagen Sie, sagen wir in der Schweiz bis 100'000 Franken, wenn wir im umgrenzenden Ausland anschauen, es ist noch bis 10'000 Euro oder 15'000 Franken. Bis 100'000 Franken, es ist auch so, man hat Sorgfaltspflichten hat man immer. Und Geldwäscherei-Tatbestand, der Straftatbestand gilt eigentlich ab 1 Franken. Man darf nicht eine terroristische Organisation unterstützen und keine kriminelle Organisation. Ja, aber so voll am Geldwäschereigesetz untersteht der Kunsthandel ja noch nicht. Oder? Es ist die 100'000 Franken und dann kommen wir Sorgfaltspflichten. Nein, Geldwäscherei, das Neue, das jetzt kommt mit 100'000 Franken, mit der Sorgfaltspflicht dazu, das ist ähnlich wie bei den Banken. Aber der Straftatbestand nach Strafgesetzbuch gilt immer ab 1 Franken. Oder? Es darf niemand Geld annehmen, wo er weiss oder muss annehmen, dass es aus einer kriminellen Organisation oder zur Terrorismusfinanzierung geht. Das ist, und da bin ich der Meinung, jemand, der ein nachhaltiges Geschäftsmodell hat, macht das nicht. Ich möchte noch schnell bei diesen 4'000 Franken bleiben. Gehört tut man ja dann immer wieder von diesen astronomischen Summen, mhm, also wo zum Teil geboten werden, 150 Millionen für einen Giacometti. Das ist ja eine enorme Diskrepanz zwischen dem Warenwert und dem Marktwert. Also es muss ein wahnsinniger Boom sein, der Kunstmarkt. Oder täuscht das? Also der Boom bewegt sich genau nur in diesem Preissegment. Und das sind ganz wenige Künstler, die derartige Preise haben. Und eigentlich ist das nicht unser Alltag, unsere Realität. Das ist etwas, das irgendwie abgehoben ist. Und dort kann man sich natürlich fragen, was sind das für Leute, die so viel Geld für ein Kunstwerk bereit sind auszugeben. Und ich persönlich kenne die nicht. Ich weiss auch nicht, was das für eine Befriedigung bedeutet. Wir müssen das einfach, wir nehmen das zur Kenntnis. Also, aber wir gehen mal davon aus, der Giacometti für 150 Millionen ist echt. Da gehen wir davon aus, weil ich denke, die haben den wirklich, die haben ja auch, oder das ist 10'000 Franken für 2-3 Gutachten, ist nachher ein Promille oder noch viel weniger. Oder? Und da muss man schon unterscheiden. Ja. Was würden Sie sagen, macht das, wenn man so Sachen hört, so Riesensummen von Bildern oder Kunstwerken, was macht das für den Alltag von euch aus? Wenn ihr sagt, unser Alltagsdurchschnittskunstwerk ist 4'000 Franken, hilft das oder ist das eher schwierig? Weil dann alle gar nicht erst in die Läden gehen, wenn sie das Gefühl haben, das können wir uns eh nicht leisten. Also ich denke, das ist eine völlig falsche Vorstellung. Man kann sich Kunst nicht leisten. Eben ich selber mit meiner Mama, wir waren Studenten, 20, 21, haben an einer Weihnachtsausstellung in der Kunsthalle Bern unser erstes Bild. Es war zwar riesig gross, aber es hat 1'500 Franken gekostet. Wir haben uns völlig überlüpft damals, aber wir haben es geliebt und wir lieben es heute noch. Und es ist ein Teil unserer Geschichte und so sind alle Sachen, die wir später gekauft haben. Man liebt das, als Sammler liebt man das und man will damit leben und man hat eigentlich, ich sage immer, täglich Dividende. Und es ist völlig irrelevant, ob jetzt der Künstler in astronomische Höhen entflogen ist oder ob es einfach eine Arbeit ist, die man sonst bezogen hat dazu. Klar ist man stolz darauf, dass man einen Künstler gekauft hat, der sich nachher positiv auf dem Markt entwickelt. Ja, das ist, ich denke, das ist die... Das ganz Tolle, wenn man künstlich verfolgen kann, wie sie sich entwickeln. Wenn wir jetzt gleich noch bei diesen astronomischen Summen bleiben. Also erstens gibt es ja nicht so viel Werk und zweitens gibt es sicher auch nicht so viele Leute, die bereit sind, so viel Geld auszugeben für so etwas. Würden Sie sagen, die mit in dem ganzen Kreis drin sind, dass das ein intimer Kreis ist, wo man sagt, da kennt man grundsätzlich, wer da in Frage kommt, zum Kaufen oder Verkaufen. Da würde einer, der jetzt auf einmal kommt, quasi wieder, jetzt komme ich wieder mit dem Geld, mit dem Geldwäscherei, der würde auffallen. Oder sagen Sie, nein, das kann man so nicht sagen. Es hat auch immer wieder Überraschungen gegeben, wer dann schlussendlich so ein Kunstwerk, so ein teures Kunstwerk gekauft hat. Also ich denke, es kann Überraschungen geben von diesen aufstrebenden Markt her. Oder China hat extrem viele Millionäre. Der ganze arabische Raum hat viele Millionäre. Die Leute, für die ist einfach eine Million nicht das Gleiche wie für mich eine Million ist. Oder für den Durchschnittsbürger eine Million ist. Und ich glaube, das ist einfach eine gewisse
Gesellschaftsschicht, die anders funktioniert. Aber wir dürfen uns einfach nicht nur nach denen ausrichten, sechs, dass wir nur immer über das berichten, sondern wir sollten eigentlich über das berichten und zeigen, was uns Kunst gibt, mit der wir wirklich leben können. Und das gibt uns ungeheuer viel. Sie haben gesagt, Sie bieten Ihren Mitgliedern an Aufklärung im Zusammenhang mit Geldwäscherei, im Zusammenhang mit den Fälschungen und alles. Würden Sie dann sagen, dass sich das Berufsbild vom Kunsthändler oder auch vom Auktionshaus in die Richtung ein bisschen bewegt, dass man vielleicht früher aus einer Leichtfertigkeit raus, sage ich jetzt einmal, Fehler gemacht hat, weil das ist ja ein bisschen branchenfremd. Es gibt so viele Regeln, die Sie mir jetzt aufgezählt haben, wo man alles muss dran, wo man muss sich daran halten. Und es ist ja gar nicht mehr so einfach, Bankkonten überzukommen. Oder? Das ist ähnlich wie Expats in der Schweiz. Ja. Also, es ist nicht mehr ganz so einfach als Kunsthandel, sagen, ich will jetzt mit dir Bankbeziehung aufbauen. Hat sich das auch ein bisschen verändert? Ich bin überzeugt, dass sich das geändert hat, das Bild. Heute muss man in vielen Sachen viel professioneller sein. Früher waren das Leute, die irgendetwas gerne gemacht haben, die Künstler kennen und gesagt haben, ich helfe dir, ich unterstütze dich. Oder? Und heute sind die Anforderungen wahnsinnig gestiegen. Heute kann sich ein Künstler auch selber promoten, über das Internet. Oder? Man hat eine ungeheure Konkurrenz mit den Medien. Einerseits. Und der Galerist ist eigentlich der, der die Kontakte sollte. Gut, das sage ich immer noch. Es gibt so ein Sprichwort, ohne Händler gibt es keinen Markt. Oder? Auch wie diesen Künstler, die sich über das Internet selber promoten. Also der Kunsthändler braucht es, aber an einem gewissen Punkt braucht es ihn dann, oder? Das ist so, und das kann nicht jeder Künstler sich selber vermarkten. Das ist ein Vorteil für die Händler, das ist sicher so. Aber sicher sind die Anforderungen grösser geworden. Jetzt könnte man sagen, Sie haben gesagt, man weiß nicht genau, von wo der schlechte Ruf herkommt. Es ist auch noch schwierig, dagegen vorzugehen. Jetzt hätte man ja können sagen, wir gehen proaktiv vor und sagen zum Beispiel, wir verzichten total auf Bar-Einzahlungen. Warum sagen Sie nein? Oder warum sagen Sie, wir brauchen die Möglichkeit der Bargeldeinzahlung? Jetzt mal unabhängig von der Limite und von der Höhe. Es ist ganz einfach. Wenn Sie einkaufen gehen, haben Sie auch die Wahl, mit dem Kärtchen zu zahlen oder mit dem Cash. Cash ist nicht verboten. Gut, aber niemand kauft zum Beispiel ein Auto mit Cash, oder? Also es kommt ein bisschen darauf an. Wenn Sie in Migros gehen, dann kaufen Sie vielleicht eher etwas Cash, richtig. Ab einem gewissen Betrag dann vielleicht nicht mehr, weil Sie es nicht dabei haben. Wir gehen, wenn ich die Kunsthändler frage, dann sagen sie auch, wir machen doch gar kein Geschäft mehr. Wir machen nur über Bankengeschäfte, also wir machen eigentlich kein Cash-Geschäft. Also Sie sagen mir, in den Auktionen und so, da läuft nichts mehr Cash? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das sind einfach die Ausnahmesituationen Cash. Und nachher eben, hat mir einer erzählt, auch schon, ich habe einen gehabt, der wollte mit Cash zahlen, dann bin ich mit ihm zur Bank gegangen. Soll das in der Bank zahlen? Dann müssen die dafür sorgen, dass sie alles haben. Ich will die Schwierigkeiten nicht haben. Also, und das finde ich auch ein vernünftiges Verhalten. Oder? Man muss seinen Kunden kennen, man muss abschätzen, woher hat er das Geld. Und entweder kennt man ihn, oder wenn man ihn nicht kennt oder will gleich mit Bargeld zahlen, dann geht man halt zur Bank. Also ich denke, das ist das Einfachste. Also gut. Aber einfach empfehlen, nicht mehr mit Cash. Es ist ja nicht, ich meine, wer Geldwäscherei betreibt, der tut nicht ein Werk für 5'000 Franken kaufen. Und nein, da geht es um grössere Beträge, oder? Ich denke es auch, wir müssen dort auch ein bisschen... Aber ist es jetzt nicht wieder, ich komme jetzt wieder zurück auf meine Geschichte von vorher mit der Leichtfertigkeit, jetzt sage ich, ist es nicht auch ein bisschen blauäugig, wenn Sie sagen, man muss seinen Kunden kennen und dann weiss man auch, wo das Geld herkommt. Also Sie und ich, wir sitzen uns jetzt hier gegenüber und weder Sie noch ich würde Ihnen jetzt unterstellen, dass Ihr Geld irgendwie nicht rechtens verdient oder versteuert ist. Nichtsdestotrotz weiss ich es nicht. Oder? Und Sie sagen mir einfach, da sind wir auch gute Schauspieler. Oder? Also Know Your Client heisst ja auch, man hat ja schon mehrmals mit dem Kunden zu tun gehabt. Und das ist ja häufig das fast freundschaftliche Beziehungen. Oder? Also Beziehungen zwischen Käufer, Kunstkäufer und Händler, die sind sehr eng. Man wird ja auch an Vernissagen eingeladen, man wird mit dem Künstler bekannt gemacht. Das ist etwas auch sehr Persönliches und da ist man manchmal auch bei denen eingeladen und so weiter. Man weiss, was die machen. Man kennt und dann würden Sie das Argument, man sieht halt einfach nur immer dran her und nicht drin rein, nicht gelten lassen. Schauen Sie, der Händler ist nicht ein Polizist, er ist nicht ein Untersuchungsrichter, er ist nicht eine Strafbehörde. Sonst könnte, ich meine, der kann, wo machen Sie Grenzen? Jetzt tun Sie beim Kunstmarkt, würde man
so streng sein. Warum geben Sie mir einen guten Grund, warum beim Kunstmarkt so streng und bei irgendetwas anderem ist der Cash kein Problem? Na gut, also wenn man es jetzt vergleicht mit der Bank, wo es auch viel, um viel Geld geht, dann müssen Sie sich ziemlich abziehen, wenn Sie je nachdem, was Sie machen wollen, und ziemlich viel liefern und Unterlagen geben, weil es halt einfach auch um viel Geld geht. Haben Sie früher nicht müssen, haben die Bank jetzt auf Druck auch mit einem Image-Problem halt müssen machen. Ja, aber ich meine jetzt, wir sind... Kunsthandel ist ein Markt, oder, wo man etwas kauft, verkauft. Nicht gerade das Brot, aber es geht etwas über den Ladentisch. Und wo ist jetzt der Unterschied? Warum tut man beim Kunsthandel so extrem misstrauisch funktionieren, obwohl man ja eben in der Schweiz eigentlich keine Beweise auf dem Tisch hat, übrigens auch in Bezug auf Raubkunst. Also jetzt lauten die Sachen aus Syrien und so weiter. Das landet gar nicht bei unseren Händen. Man weiss nicht, wo das hängen bleibt. Es wird nicht einmal angeboten auf dem Markt und trotzdem wird behauptet, die Schweiz sei ein Hub für Raubkunst. Vielleicht, das ist leierhaft. Was ist es vielleicht, weil es ein Markt, der nach oben offen ist? Oder? Also das ist, nichts ist unmöglich, oder? Dann muss man es aber genauso deklarieren. Man muss sagen, wir wissen nicht, wo die Sachen hergehen. Was ich gehört habe, ist, es wird zum Teil zurückgehalten und neue Storys darum konstruiert. Und dann vielleicht 10 Jahre nach der Beendigung des Krieges hoffentlich kommt es dann vielleicht auf den Markt. Das heisst, wir müssen immer aufmerksam sein. Und unsere Leute, die nachhaltig den Betrieb führen, werden auch immer aufmerksam sein, weil keiner hat Interesse, etwas zu verkaufen, und nachher ein riesen Theater daraus entsteht. Wenn es jetzt jemandem verkauft wird und der weiss vielleicht, dass es unsauber ist, und dann stirbt er und vererbt seine Kinder, dann macht er Kind das Problem. Das will doch niemand. Also, sie haben das erste Problem, wenn sie wieder verkaufen wollen. Solange genau sie selber an der Wand haben, ja, ist es eigentlich egal. Häufig sind Nachkommen nicht die gleiche Affinität zu etwas. Und dann kommt es wieder nach 40, 50 Jahren kommt es wieder in den Handel. Und dann hat man Schwierigkeiten damit. Das ist ein Non-Valeur. Es hat Raubkunst und all diese Fälschungen, die haben ein Non-Valeur. Wer so etwas kauft, gibt Geld aus. Und das ist nicht ein Investment, das ist ein Verlust. Das ist natürlich auch wieder Spekulation. Das sind dann die Liebhaber, die es einfach gerne bei sich haben, dass sie es haben. Ja, aber auch die sterben eins und die verirben eins ihre genau. Sachen. Und die tun ihnen nachkommen, ein faules Ei reinlegen. Gut, wir sind am Schluss von unserer Sendung, Frau Fuhrer. In diesen Tagen eröffnet die Art Basel. Was ist aus Ihrer Sicht der grösste Fehler, den ein Käufer machen kann, wenn er dort hergeht? Fehler, den ich selber auch schon gemacht habe. Mir ist in einer so einer guten Stimmung, weil das so etwas Gewaltiges ist, etwas Grossartiges ist, ein Event, ein outstanding Event, wo man eben so in einer gewissen Euphorie ist. Und dann sollte man sich mindestens mit dem Partner besprechen, vielleicht sogar noch eine Nacht darüber schlafen, bevor man sich in grössere Unkosten stürzt. Also gut, ich verstehe daraus heraus, die Art Basel ist nichts für Spontankäufe. Wunderbar, wenn man das kann. Das ist fantastisch. Das ist fantastisch, wenn man das kann. Gut, wir lassen es hier stehen und schauen, wie es weitergeht und wünschen Ihnen keine solche Spontankäufe. Frau Fuhrer, danke vielmals für den Besuch bei uns in der Sendung. Das Image des Kunsthandels wird vor allem von Leuten kaputt gemacht, die die Fakten nicht kennen, sagt Silvia Fuhrer-Hoffmann, Geschäftsführerin vom Dachverband Kunstmärkte Schweiz, zu den Vorwürfen, der Kunsthandel sei ein Hort von krummen Machenschaften, Geldwäscherei und dem Handel mit Raubkunst. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Spannend geht es jetzt gerade weiter mit dem Report und den Neuigkeiten aus der Region. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Unterhaltung. Auf Wiedersehen miteinander. Konkret auf TeleZ ist Ihnen präsentiert worden von Domo Reisen. domo-reisen.ch